Okay, dann haben wir schon mal ein gutes Teil des Rätsels geschafft. Na? Nein, das will ich hier. So. Dann kommt das hier hin. Ja, ist ein bisschen kaputt gegangen, muss ich sagen. Nein. Eine neue Nachricht. Was nun? So. Was nun? Gute Frage. Also langsam ist es echt krass mit diesem Ding hier. Ich muss etwas finden, das der Beschreibung aus dem Gedicht entspricht. So, hier ist nicht mehr. Hier ist auch nicht mehr. Ich guck erstmal hier drinnen nach. Na, kommst du mal? Die kleine Vase, das Ding ist kaputt. Jo. Also ich würde vorschlagen, ich speichere erstmal ab. Weil ich bin jetzt so weit gekommen. Wäre schade, wenn das alles verloren geht. Einmal fortsetzen. Beeindruckende Sammlung von Künstlermedaillen von Dacier. Das ist Richard der Erste, König von England, besser bekannt als Richard Löwenherz. So, nun geht es um Medaillen. Okay, British Museum Dauerausstellung. Wir haben das, wir haben das. Die Karte. Ich gehe jetzt mal rüber zu den Ägypten. Da ist immer noch ein Stück Papier versteckt. Lupin muss seinen Coup vor Wochen geplant haben, auch wenn er heute Nacht gezwungen war, etwas zu improvisieren. Okay, das Gedicht der Könige. Jetzt gehe ich mal wieder zurück zu den, ja, komm, schließen. Nee, hier, dann muss ich jetzt rüber hier. Jetzt gehe ich nochmal hier rüber. Okay. Henry. So, nun geht es in Medaillen wie ein Gedicht zu vertauschen. Merke dir jedoch bereits jetzt, dass William I. der Erste und somit der älteste König ist. Jedes Mal, wenn du einen Tausch richtig durchgeführt hast, antwortet Holmes mit perfekt. So, William. Was muss ich eigentlich machen? Okay. Du beginnst mit dem ersten Teil. Es gilt, den Jüngsten zu finden. Henry V. und so weiter. Wo ist denn jetzt William der Vierte? Ich weiß gar nicht, was ich machen soll.
Ich weiß gar nicht, was ich machen soll, ehrlich gesagt. Na, wir versuchen es aber mal. So. Hier. Dann kommt. Wo ist denn? Ja, wo ist er denn? Gut. Ich muss selber jetzt wirklich überlegen, was jetzt hier eigentlich los ist. Neustart. Zumindest habe ich die Funktion eines Neustarts. So, Edward. 2, 3. Hier müsste Henry Pfeifen kommen. So. William der Zweite, Henry mit Charles den Zweiten. So, danach kommt William der Dritte. William der Dritte, wo ist er denn? Danach kommt Edward der Fünfte, Richard der Vierte. So. Danach kommt Henry der Siebte, Henry der Siebte. Was ist Henry der Siebte? Okay, hier kommt Edward der Vierte hin. Und dann kommt hier Henry der Siebte hin. Hier kommt James Gray hin, oder Jane Gray. Hier kommt Edward der Dings. Ja. Ja. Nö. Ja, James, Charles, Henry, Richard. Mary, James, Anne, George und Dings. Okay, jetzt muss ich mal gucken. So, Richard der Erste. Richard der Erste, wo ist der denn? Ich muss selber jetzt mal gucken. Gut, aber ich würde jetzt sagen, ich habe jetzt so viele Stunden gespielt, dass ich jetzt mal in die Pause gehe und dieses Rätsel mache, wenn ich ausgeschlafen bin. Dann habe ich den Kopf frei und mache es auch richtig. Weil jetzt würde ich jetzt wahrscheinlich die nächsten 3 Stunden nur Rätselraten machen und zu keinem Ziel kommen. Deswegen sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin noch viel Spaß und tschüss.